Sie ist das Phänomen des Jahres. Conchita Wurst. Ihr gelingt, was nur Udo Jürgens vor ihr gelungen ist. Ich habe den Song Contest gewonnen und plötzlich war in meinem Kopf alles möglich. Doch was folgt nach dem Sieg für die Frau mit Bart? Jeder Tag ist ein Highlight. Jeder Tag ist wie mein Geburtstag, um ehrlich zu sein. Aber nicht für alle kommt mit dem Song Contest der große Ruhm. Toni Wegers kämpft um seine Existenz als Musiker. Ich bin nicht allzu happy darüber, dass man mich nur auf diesen Song Contest reduziert. Ja. Für Conchita ist der Sieg beim ESC bloß ein Meilenstein von vielen. Ihre Anhänger sind begeistert. Super! Das ist toll! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist unglaublich. Und auch Conchita kann nicht genug bekommen vom Rampenlicht. Ach du meine Güte, wie könnte ich denn das nicht genießen? Genossen hat sie auch die Zeit, bevor sie zur Kunstfigur geworden ist. Ich danke meinen Eltern, dass sie mir die schönste Kindheit bereitet haben, die ich mir nur vorstellen kann. Und nach einer schönen Kindheit als Tom folgt der Aufstieg als Conchita, als Phönix aus der Asche. It's no secret anymore. Austria is in the lead, and it's no longer possible for any other country to catch up. We are ready to announce the winner. Conchita Wurst. Österreich gewinnt den Song Contest 2014. Das ist unglaublich. Jetzt hat uns Titan Schaas gewonnen. Congratulations to Conchita, Queen of Europe. Es war der Überraschungssieg. Conchita Wurst gewinnt nach 48 Jahren erstmals wieder für Österreich den Song Contest. Do you have any words at all? I do. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. You know who you are. We are unity and we are unstoppable. Eine Botschaft, die um die Welt geht. I, you know, took the energy and I was just filled with love and support and respect, and this crowd is crazy. It's unbelievable. Unglaublich auch die Menschenmassen bei ihrer Ankunft in Wien. Fotografen, Kamerateams und jede Menge Fans mit Bart. Jeder wollte der neuen ESC-Siegerin ganz nah sein. Es ist urgeil. Ich habe nicht gewusst, dass ich sie jemals live sehen werde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich. Super! Das ist die toll! Ein Statement für Toleranz! Nach dem überschwänglichen Empfang am Flughafen stellt sich die sichtlich euphorische Gewinnerin der Presse und gibt den Journalisten einen ersten Einblick in die Gefühlswelt während des Song Contests. Ich habe in die Runde gesagt, wir sind jetzt gerade eine Minute lang auf Platz 1. Genießt das. Das wird so nicht bleiben. Aber ich habe gesagt, wann war das letzte Mal Österreich für eine Minute Platz 1 im Ranking des Song Contests? Und dann habe ich gesagt, okay, es sind schon 4 Minuten. Und dann ging das so weiter und ich konnte es nicht glauben. Ich glaube, man hat gesehen, wie fassungslos ich war. Ich habe sowas noch nie gefühlt. Und auch ihre Wegbegleiter sind nach wie vor geschockt, aber vor allem sehr müde. Wie fühlen Sie sich jetzt? Wie geht's Ihnen? Ja, wir sind ein bisschen durch den Wind, weil wir seit 24 Stunden auf sind. Wir haben ja überhaupt keine Zeit gehabt, das irgendwie zu feiern. Aber es geht uns gut. Ich meine, wir wollten das. Und jetzt haben wir das erreicht, was wir wollten. Wir konnten es immer weniger glauben in Wirklichkeit, je mehr es passiert ist. Und wir haben halt dann alle einfach nur noch geweint und geweint und geweint. Und ich möchte es mir gar nicht anschauen im Fernsehen, weil ich habe echt Angst, wie wir alle ausgeschaut haben. Also ich habe schon dreimal bleibt, wie gesagt. Beim Landen, die Stewardess hat gesagt, wir freuen uns, dich nach Hause gebracht zu haben. Und dann in die Ankunftshalle kommen, das war überhaupt der Wahnsinn. Das habe ich noch nicht erlebt, sowas. Auch Conchita ist die Freude deutlich anzusehen, wenngleich sie den Sieg noch nicht ganz zu begreifen scheint. Ich werde auch ständig gefragt,
wann der Zeitpunkt war, als ich realisiert habe, dass ich gewonnen habe. Nächste Woche, glaube ich. 12 points from Portugal go to Austria. And congratulations, Conchita, Austria. To Austria. 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 Matisse Duesberg. Es war besser, als ich es mir vorgestellt habe. Es war überwältigend. Dieser Sieg war jedoch gerade erst der Anfang eines turbulenten Jahres. Doch bevor die Kunstfigur Conchita geboren wurde, war es ein langer Weg. 2006 tritt sie, damals noch als Tom Neuwirth, bei einer österreichischen Castingshow auf, muss sich aber auf Platz 2 hinter Nadine Beiler geschlagen geben. Beim Song Contest im Jahr 2011 landet Nadine dafür nur auf Platz 18. Er war sehr jung und schon sehr, sehr Conchita-esque, wenn man so will, auch immer wieder. Er war immer schon die wandelnde Show. Also wir sagen, in so einem Fall ist eine richtige Rampensau schon damals gewesen und das ist ein großes Kompliment. Trotz Potenzial, der Erfolg bleibt aus. So tritt er 3 Jahre später wieder vor eine Jury. Gleiche Stimme, ähnliche Gesichtszüge, aber diesmal mit Perücke, Bart und Brüsten. Conchita Wurst. Conchita war geboren, Tom Neuwirth Vergangenheit. Aus Kolumbien, ne? Und hier ungefähr komme ich her. Ja, das ist die Hauptstadt. So ungefähr, ja. 41 Millionen Einwohner. Das ist mein Ding, ne? Ganz schön viele. Auch mit fantasievoller Herkunftsgeschichte ist es nicht bloß Spaß, der im Mittelpunkt steht. Meine Botschaft an die Fans ist, getreu meinem Nachnamen, es ist Wurst. Wie man aussieht, woher man kommt, einzig und allein der Mensch zählt. And nobody can hurt you now. Conchita Wurst. Ein Name, der im Gedächtnis bleibt und einige Fragen aufwirft. Conchita, du hast auch nachgeguckt. Wir haben beide nachgeguckt, heißt. Aber ich traue mich nicht sagen, was es sagt heißt. Das. Sag das eindeutig, nicht zweideutig. Du weißt es? Nein. Was heißt es? Naja, wie in Kolumbien, weißt du, Conchita ist ja die Erklärung für das weibliche Geschlecht. Oh. Das hast du eindeutig erklärt. Ja? Und Wurst für das Männliche. Wurst ist fürs Männliche, also bitte. Aber du bist ein Mann, oder? Ja, ich sage ja immer, what you see is what you get. Vor allem sehen wir eines, den Bart. Ich lasse den Bart deswegen, weil ich schon oft erlebt habe, erstens bin ich zu faul, mich zu rasieren. Und dann kam das auch noch gut an. Und jetzt pass auf, sogar die Hetero-Männer gaffen mich an. Und ich habe dann gesagt, Leute, ihr seid doch krank. Ich meine, ihr wisst, dass da was ist, da ist nichts und hallo, das könnt ihr sehen. Und dann kam zurück, trotzdem hast du eine bessere Figur wie meine alte. Mit ihrem Aussehen sorgt Conchita also bei beiden Geschlechtern für großes Aufsehen. Das gelingt nicht jedem. Es gab keinen spezifischen Moment oder eine bewusste Entscheidung. Das war ein Prozess. Also ich mache Drag, seit ich 14 bin und habe dort einfach auch alles ausprobiert. Lange Haare, kurz, blond, dunkel. Und bin 2011 zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich eigentlich am wohlsten als Frau mit Bart fühle. Mehr als ein Jahr zieht die 1,72 Meter große Künstlerin das Konzept der in Kolumbien geborenen Conchita durch. Dennoch will sie 2012 für Österreich beim Song Contest antreten, muss sich allerdings erneut geschlagen geben. Beim Beatbauen, also ich hab quasi die Melodie gemacht, und es war halt dann so, ja, und was schreibe ich da? Und dann ist halt irgendwie so gekommen, Popo, ja. Popo ist ein sehr, sehr hookiges Wort, weil es ist Popo. Doch Europa will nicht mit dem Allerwertesten wackeln und so qualifiziert sich Österreich nicht mal fürs Finale. 2 Jahre später bekommt Conchita aber dann doch ihre große Chance und darf, ganz ohne Abstimmung, aber mit viel Kritik, für Österreich beim Song Contest ins Rennen gehen. Man macht sich lächerlich mit einer Frau mit Bart, wenn man die als Repräsentanten für ein Land in ein anderes Land schickt.
Der Auftritt dürfte dann aber sämtliche Zweifel beseitigt haben. Der Rest ist Geschichte. Doch bevor Conchitas spannendes Jahr starten kann, legt die bärtige Diva erstmal einen Heimatbesuch im steirischen Bad Mitterndorf ein. Das geht natürlich nicht mehr unter dem Radar. Und so haben sie 1500 Fans und Freunde willkommen geheißen. Conchita! Sie alle wollen dabei sein und ihren Star nach dem ESC-Sieg begrüßen. Von Bürgermeister Karl Kanyak wird sie sogar zum Ehrenbürger ernannt. Ich möchte Bad Mitterndorf dafür danken, dass ich die schönste Kindheit der Welt hier haben durfte. Und ich danke meinen Eltern, dass sie mir die schönste Kindheit bereitet haben, die ich mir nur vorstellen kann. Vor allem ihr bester Freund, Mitbewohner und persönlicher Stylist Matthias weiß, was in Conchita gerade vorgeht. Er ist immer an ihrer Seite und kennt sie so gut wie kaum ein anderer. Wenn du in einem kleinen Dorf aufgewachsen bist und du kennst die Leute einfach, und wenn du dann nach Jahren wieder zurückkommst und so einen Status hast und so viel geschafft hast und die Leute feiern dich, das ist sehr, sehr emotional. Also ich wäre wahrscheinlich auch nervös. Jeder wäre nervös. Egal wie nervös, auf Freunde und Familie kann sich Conchita immer verlassen. Angefangen natürlich bei ihrem Papa Siegfried. Komm, Papa. Ja. Sündchen. Was hättest du gerne? Papa. Ein Familienfoto. Na, bist du nervös? Ich, weil ich dich sehe, ja. Okay, das ist schon mal gut. Hatten Sie damit gerechnet, dass so viele Leute heute kommen? Wir sind zu wenig. Wie lange haben wir noch Zeit? Vorlaut, gell? Na, wie lange haben wir noch Zeit? Nein, es ist super. Zwei fängt es an. Wirklich die, die was wirklich erfreut haben mit dir. Auch Oma Maria hat Freude mit ihrem Enkel. Sie ist Conchitas wichtigste Wegbegleiterin und hat die Sängerin mit Bart bei ihrer Karriere von Beginn an unterstützt. Ich habe uns gewünscht, dass er Sieger wird. Weil er sollte ja ja, zuvor schon nach Aserbaidschan fahren, hat nicht geklappt und diesmal was die einzige. Auch Conchita zeigt sich sehr emotional, wenn es um die Oma geht. Meiner Oma ist deswegen so wahnsinnig wichtig, weil, nicht falsch zu verstehen, meine Eltern haben mich erzogen und haben mir das beigebracht, was ich kann. Aber meine Oma hat mir andere Seiten gezeigt, Alternativen. Hat mir auch gezeigt, wann es in Ordnung ist, wenn man auf die Meinung anderer pfeifen sollte. Und dafür bin ich ihr sehr dankbar, weil meine Oma hat mir sicher auch ein Stück weit geholfen, einfach echt zu sein und auch die Schattenseiten erleben zu müssen, wenn man irgendwie aneckt. Dass das Rampenlicht auch Schatten wirft, wissen auch die heimischen Promis, die aus dem Schwärmen über Conchita gar nicht mehr herauskommen. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben schon was. Die schaut ja nicht nur gut aus, die hat ja auch was drauf, die kann ja auch was sagen, hat eine Stimme. Sie wird sich vielleicht halten, weil sie wirklich gut ist. Aber sonst weiß man ja nicht mehr, was war im Vorjahr beim Song Contest. Bei ihr schon. Ja, ich freue mich für sie, weil sie ist gut. Und ich hoffe, sie kann den Hype halten. Ich wünsche es ihr. Für mich ist das so, so ein Kind und jung und klein und jetzt so ein Weltstar. Also ich finde, sie ist grandios. Also ich kenne sie leider nicht. Sie ist super und macht alles meiner Meinung nach richtig für sich selber. Ich mag den Tom und mag die Conchita. Ich finde es einfach eine ganz tolle Person. Ich bin ein großer Fan. Und von ihm und von ihr und von beiden. Sie oder er ist wurscht, ist Conchita, ja, hat eine tolle Stimme. Ich kenne selten jemanden so sehr und so vom Herzen seine Karriere wie diesen Geschöpf. Sie ist gut, sie macht's gut. Ich bin froh, dass wir sowas jetzt haben in Österreich. Ganz besonders froh ist Bad Mitterndorf. Alle versammeln sich, als ihr Weltstar zum Heimatbesuch vorbeikommt. Ich habe mir nicht darüber Gedanken gemacht, wer kommt oder nicht. Es war einfach für mich klar, dass das was ganz Besonderes wird. Aber neben der Familie und zahlreichen Freunden wollen auch die über 1000 Fans Conchita ganz, ganz nahe sein. Mir sind meine Fans wahnsinnig wichtig, weil die sind der Grund, warum ich das machen darf, was ich mache. Das ist ein Geben und Nehmen und wir versuchen, sie natürlich nicht zu enttäuschen. Mit Enttäuschung muss sich Conchita derzeit wohl eher selten beschäftigen. Denn nicht jeder gewinnt für Österreich den Song Contest.
Erst zweimal ist es gelungen, wobei das erste Mal so weit zurückliegt. Es wurde noch schwarz-weiß übertragen. Ich bin ein echter Fan vom Udo Jürgens und er hat mir so viele schöne Stunden in meinem Leben bereitet mit seinen Liedern. Und ich begleite ihn eigentlich auch schon fast 50 Jahre. Das Besondere an Udo Jürgens ist, er hat Person für mich, weil er wirklich ein Mann ist mit einer Haltung, der nicht sich hindurchlaviert durch gewisse auch politische Situationen, die in diesem Land passieren, der Stellung nimmt dazu, klare Stellung nimmt dazu. Und ich kann nur den Hut sehen, also kann nur sagen, Chapeau, ist ein ganz toller Mann. Merci, merci, merci für die Stunden, Chérie, Chérie, Chérie. 1966 ist Udo Jürgens mit Merci, Chérie der internationale Durchbruch gelungen. Fortan scheint es das Leben gut mit ihm zu meinen. Ich werde genauso alt wie alle anderen Leute auch. Wer das Leben liebt, muss auch akzeptieren, älter zu werden und in Würde älter zu werden. Und darum bemühe ich mich. Das geht nicht von alleine, aber es geht. Schau nach vorn, nicht zurück. Er kann mit Stolz auf sein Leben zurückblicken. Nachdem er bereits mit 16 Jahren bei einem Komponistenwettbewerb auf sich aufmerksam macht, ist Udo Jürgens aus der österreichischen Musik nicht mehr wegzudenken. Mehr als 1000 geschriebene Lieder und über 50 veröffentlichte Alben machen ihn unsterblich. Das ist ein für mich persönlich im Leben immer sehr wichtig, dass man zu den Dingen, die im Leben eine Rolle spielen oder die geschehen sind im Leben, auch wenn sie so nicht geplant waren, dass man mit diesen Dingen würdevoll gut umgeht und dass man zueinander findet. Dieses Jahr wäre für Udo Jürgens noch einmal ein ganz besonderes geworden. Sollte er doch gemeinsam mit Conchita auf der heimischen Song Contest Bühne stehen. Doch das Schicksal wollte es anders. Udo Jürgens verstirbt im Dezember 2014 nach einem Herzinfarkt. Ich hätte das so gern gewollt, dass sich der ehemalige Song Contest Sieger und der jetzige, dass die irgendwie gemeinsam sich treffen auf der Bühne und für Österreich Werbung machen. Und auch für Conchita wäre damit sicherlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich durfte ihn nicht kennenlernen und das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Mir war eigentlich auch klar, dass im Zuge des Song Contests auch diese Begegnung stattfinden wird. Und das ist natürlich sehr schade, dass so ein Vorbild in vielerlei Hinsicht auch von uns gegangen ist. Doch auch Conchita hat eine gewisse Vorbildrolle übernommen. Ganz besonders seit dem 10. Mai 2014. Einem Tag, der wohl den meisten in Erinnerung bleiben wird. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. Eine Message, die um die Welt geht. Und dennoch betont Conchita immer wieder: Ich bin nun mal so. Ich bin ein Mensch, der für Gerechtigkeit kämpft, weil ich mich dann besser fühle. Also das ist sehr egoistisch. Zum Weiteren ist für mich Toleranz mittlerweile eigentlich zu wenig. Ich finde auch, dass dieses Wort überstrapaziert wird und dieses Wort immer noch so einen großen Schlupfloch lässt. Weil ich will nicht toleriert werden, ich will akzeptiert werden. Aber hat sich in Conchitas Heimat Österreich seit ihrem Sieg wirklich etwas verändert? Mein Sieg vom Eurovision Song Contest war sicher ein Statement. Aber ein Statement reicht halt nicht, um eine Gesellschaft zu verändern. Und deswegen, ich glaube, ist das ein ganz langer Weg. Und ich bin jetzt nicht pessimistisch veranlagt, aber ich fürchte fast, dass das eine Lebensaufgabe wird, die ich mir selbst ausgesucht habe. Trotzdem scheint Ihre Botschaft bereits Früchte zu tragen. Ich glaube, wir sind ein bisschen offener geworden, auch in Bezug auf andere Kulturen. Und dass man nicht mehr quasi so alles so engstirnig sieht, weil früher war Conchita Wurst, waren viele dagegen und jetzt finden sie alle toll. Für den Menschen ist es auch gut, dass nicht immer Vorurteile sind. Also sie gibt sie sehr gut. Ja. Aber es ist auch die Zeit dafür, glaube ich. Also es zur richtigen Zeit ist, das ist sie aufgetreten und das bewirkt sicherlich was. Die konservativen Leute in Österreich werden immer konservativ bleiben und die, die es nicht sind, die waren es vorher auch schon nicht. Auch wenn Conchita nach ihrem Sieg einige Fans mehr haben dürfte,
Die kritischen Stimmen bleiben, besonders im Internet. Es hat sich insofern gar nichts gedreht, weil die Leute, die die bösartige Kommentare abgeben, die Haters, wie wir sie so schön nennen, von diesen Menschen hatte noch nie jemand den Mut, mir das ins Gesicht zu sagen. Generell wirkt es aber so, als wäre die Welt ein Stück weit toleranter geworden. Mir ist auch bewusst, dass sich jetzt viele die gespielte Toleranz ans Revier heften. Aber das nehme ich auch fürs Erste, weil ich finde, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und gleich bei ATV die Reportage. Conchita tourt von einem Auftritt zum nächsten. Also ich wusste definitiv, dass 2014 ein spannendes Jahr wird. Die spannenden Zeiten des ehemaligen Song Contest-Teilnehmers Toni Vegas sind vorbei. Trotzdem hält er an seiner Berufung als Musiker fest. Na, das ist mein normaler Beruf. Das ist mein normaler Beruf. Das ist mein Beruf. Und auch Conchita sieht in der Musik ihre Leidenschaft. Allerdings fehlen neue Lieder. Na, Conchita hat überhaupt keinen Stellenwert musikalisch in Österreich. Ja? Es gibt einige Songs, aber genug habe ich noch nicht. Conchita Wurst. Geboren für die große Bühne. Doch nicht immer geht mit dem Song Contest Erfolg einher. Können Sie sich noch an Toni Vegas erinnern? Er tritt Anfang der 90er beim ESC an. Doch die große Karriere bleibt aus. Und während manche aus Misserfolgen lernen, klammert sich Herr Vegas fest an seine Zukunft als Sänger. Es ist mein Leben. Ich lebe wirklich davon. Ich habe sonst kein anderes Einkommen. Es ist mein Leben, was ich einfach so führe, dass ich sage, okay, einmal sind es halt zwei Auftritte auf einem Tag, einmal sind es vier Auftritte in drei Tagen. Es ist variiert wirklich ganz, ganz verschieden ist es. Dass Toni Vegas überhaupt noch von seiner Musik leben kann, verdankt er vor allem seiner Song Contest-Teilnahme. Ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass ich beim Song Contest war. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht allzu happy darüber, dass man mich nur auf diesen Song Contest reduziert. Ja, also das ist, weil es einfach zu wenig ist, nur auf den Song Contest abgehackt zu werden. Dabei ist das Eurovisions-Image noch besser als jenes, das er sich danach erarbeitet hat. Denn nach dem Aufstieg folgt der Absturz. 1997 muss Vegas für 2,5 Jahre ins Gefängnis, nachdem er im Drogenrausch zwei Damen überfallen hat. Wie geht man als Künstler auch mit Tiefen um? Manchmal ist es schwierig. Manchmal ist es wirklich schwierig. Manchmal ist es relativ einfach. Aber ich bin froh, dass es ein Medium gibt, zum Beispiel so eben wie ATV, die sich für mich interessieren. Doch trotz des Interesses scheint es, als wäre Toni lieber ganz woanders. Also für mich wäre es jetzt momentan am liebsten, wenn ich nach Hause fahren könnte und mich in meine Badewanne legen könnte und da irgendwie so eine Stunde lang so ein bisschen relaxen und runterkommen und dann ins Bett gehen und ein Nickerchen machen. Das geht heute allerdings nicht. Schließlich ist Herr Vegas Stargast bei der bevorstehenden Veranstaltung. Schatzi, Putzimasi, wir sind in 2 Minuten da circa, ja? Ich wart unter mir. Hört zu, Folgendes, es hat sich was geändert. Ich bin in circa 2, 3, 4 Minuten da. Ja, bitte komm schnell, bitte seid da. Seid da, ja, die holen uns auf. Okay, tschüss, Papa. Während bei manchen der Erfolg fernbleibt, durchlebt Conchita ein turbulentes Jahr. Also ich wusste definitiv, dass 2014 ein spannendes Jahr wird, weil ich liebe den Song Contest einfach, seit ich denken kann. Und das war für mich mehr als nur diese Show. Und dann dort dabei sein zu dürfen, war für mich schon so der Wahnsinn, dass ich wusste, dass 2014 spannend wird. Aber damit gerechnet, dass es so wird, habe ich nicht. Es ist wirklich einiges passiert in dem Jahr nach dem Sieg. Es scheint, als würde die Erfolgssträhne für Conchita nie enden wollen.
jeder Tag ist ein Highlight. Jeder Tag ist wie mein Geburtstag, um ehrlich zu sein. Und wenn ich nicht irgendwie in der Öffentlichkeit herumrausche, dann sind es irgendwie Termine, wo mir Dinge erzählt werden, die ich jetzt machen darf, die einfach nur überwältigend sind. Und es hört einfach nicht auf. Ein besonderes Highlight, ihre Zusammenarbeit mit Designer Jean-Paul Gaultier und Modezar Karl Lagerfeld. Vor allem Karl hat bei Österreichs wohl bekanntester Diva einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich habe mich vorhin dabei ertappt, dass ich gesagt habe, ach, Karl ist so, als würden wir beste Freunde sein. Herr Lagerfeld ist eine, wie man erwarten möchte, eine sehr, sehr umwerfende Persönlichkeit. Wahnsinnig lustig, sehr, sehr schnell. Und hat eine Situationskomik, wo ich mir nicht bewusst bin, ob er das immer absichtlich macht. Aber ich hatte wirklich einen Riesenspaß mit ihm. Aber Conchita wäre nicht Conchita Wurst, wenn sie ihren Ruhm neben Spaß nicht auch für ernste Themen nutzen würde. So auch im Europaparlament, wo sie nicht bloß singen, sondern auch ihre Botschaft verbreiten darf. The right to love who you want is such a human thing. And everybody wants to live in freedom and peace and without fear. And I don't know why still people deny that. I just don't get it. And this is for all the politicians out there. Einer davon hat sie wohl gehört. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wollte Conchita im Zuge seines Wien-Besuchs unbedingt treffen. I heard that she won this Eurovision Song Contest. I immediately knew that she was the star of the world. And congratulations. I'm a singer, but I'm so much more than just a singer. And we are all more than just a surface. You know what I mean? It's just so much more than just the label society puts on us. And each and everyone is the same when it comes to that. Each and everyone wants to be respected. Each and everyone wants to receive respect. But you just can be respected if you respect others. Und genau für diese Botschaft hat sie im September den goldenen Rathausmann von Wiens Bürgermeister Häupl überreicht bekommen. Ich bedanke mich sehr und danke auch für die Anerkennung. Und es freut mich so sehr, auch Menschen an meiner Seite zu wissen, die vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ausrichten können, als ich das tue. Ich freue mich einfach wahnsinnig, diese Auszeichnung zu bekommen, denn das ist für mich schon etwas sehr, sehr Besonderes. Während sich Conchita einen Preis nach dem anderen holt, sucht Toni Wegers vergebens nach dem Erfolg. Entschuldigung, Leute, wisst ihr, wo es da hinaufgeht zur Veranstaltung? Wo ist denn? Ich höre nur Toni. Mausi? Ja, wo denn? Also, du schaust ja hervorragend aus, Marcel. Schatzi, du schaust ja genial aus. Komm her, schön. Mein Gala-Gewand. Servus. Zumindest das Mausi ist also gefunden. Dann ab auf die Bühne. Das ist schließlich Tonis Berufung. Es war immer mein Ziel, auf große Bühnen zu kommen, auf zu sagen, ich bin da. Okay, los geht's. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk to dawn. Wäre ein normaler Beruf, könnte ich noch mal vorstellen? Das ist mein normaler Beruf. Das ist mein normaler Beruf. Etwas anders bei Thomas Faustner. Nach zwei Antritten beim Song Contest wechselt er nicht nur die Frisur, sondern auch den Beruf und macht sich mit seiner eigenen IT-Firma selbstständig. Fehlt einem da nicht das Rampenlicht? Also ich müsste lügen, wenn ich sage, es fehlt mir nicht. Das ist so Teil meines Lebens.
kreative Seite, dieses künstlerische, habe ich schon so lange in mir, dass das kann man gar nicht von mir wegdenken. Das ist, spielt auch hier in der Arbeit eine große Rolle. Dass der ehemalige Song Contest Teilnehmer der Musik den Rücken gekehrt hat, hat auch finanzielle Gründe. Ich habe damals 5.000 Schilling gekriegt für den Song Contest. Ja, das ist die ganz normale, war damals die ganz normale ORF-Fernsehentschädigung quasi für eine große Veranstaltung. Also so gesehen kann man natürlich nicht davon leben. Ja. Was der Effekt vom Song Contest war, waren natürlich die Auftritte. Ich singe nur ein Lied, halt Nacht. Ein Lied, das uns zu Freunden macht. Ob die Auftritte für Herrn Forstner nachher kamen, sei mal dahingestellt. Doch wie kam es überhaupt dazu, Österreich bei dem musikalischen Großevent zu vertreten? Ich habe in der Zeitung gelesen, der Dieter Bohlen schreibt einen Song für den Song Contest und Österreich sucht einen Sänger. Und haben wir gedacht, hey, der Dieter Bohlen schreibt einen Song, ich will den Dieter Bohlen kennenlernen, den rufe ich jetzt mal an. Und dann haben wir Studioaufnahmen gemacht, haben den Song vorgestellt beim ORF und alle waren begeistert und so ist das dann eigentlich entstanden. Aber grundsätzlich war es jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich wollte jetzt unbedingt beim Song Contest mitmachen, sondern das war eine große Bühne, eine Riesenchance für mich. Und vor allem auch die Chance, den Dieter Bohlen kennenzulernen, der immer schon der Superstar war. Kennengelernt hat er ihn, seinen Superstar Bohlen. Und sogar Platz 5 mit dessen Lied erreicht. Seine Reaktionen auf den Sieg von Conchita Wurst? Nicht nur positiv. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr die Musik im Vordergrund ist und ihr Act im Vordergrund ist, als das, was sie darstellt und das, was sie transportieren möchte. Aber das ist ein Paket, das gehört zusammen und das ist auch völlig in Ordnung und ich finde es gut, dass das einmal so thematisiert wird. Und es gibt ja auch weltweit Reaktionen darauf und das völlig zu Recht. Kein Wunder, schließlich fährt Frau Wurst in der ganzen Welt herum. Manche Veranstaltungen liegen ihr dabei ganz besonders am Herzen. Ganz große Geschichten waren die Amphagala in Cannes, das war einer der größten Auftritte direkt nach dem Sieg. Dann der Liveball natürlich, das war ganz, ganz groß. Jean-Paul Gaultier, London, die ganzen Pride-Festivals, die ich machen darf, sind immer überwältigend, weil gerade in der Community fühlt es sich immer ein bisschen an, als würde man für seine Familie singen und das ist immer sehr schön. Anfang März ist dann bereits auch eine Conchita-Biografie erschienen, trotz anfänglicher Bedenken. Also dieses Projekt war nicht die Liebe auf den ersten Blick, wenn man so möchte, weil ich gesagt habe, ich bin 26 Jahre alt. Und das ist ein bisschen anmaßend, ein Buch zu schreiben mit 26 Jahren. Nichtsdestotrotz bin ich auch nicht beratungsresistent. Und habe mir dieses Projekt auch erklären lassen und wir haben uns zusammengesetzt. Ich habe dann gesagt, gut, wenn ich ein Buch rausbringe, dann muss es eines sein, das ich auch konsumieren würde. Und ich habe auch in diesem Prozess wieder sehr, sehr viel über mich dazugelernt. Bei so vielen Veranstaltungen und Terminen sollte die Sängerin aber eines nicht vergessen. Ihre Fans wollen neue Lieder hören. Doch bei dem Thema müssen sich ihre Anhänger in Geduld üben. Wir haben kein Datum fixiert, an dem es veröffentlicht wird. Ja, vor Weihnachten wäre mein Wunsch. Also ich sage, ich arbeite an einem Album. Ich habe noch keinen Veröffentlichungstermin. Wir probieren einfach alles aus und es braucht ein bisschen Zeit. Und es gibt einfach noch nichts Neues. Ich denke, ich bin gut im Zeitplan. Ich hoffe, dass ich fertig werde in Zeit. Wenn es dann nicht vor Weihnachten ist, bitte nicht böse sein, aber ich sitze nicht untätig herum. Mein Bauchgefühl sagt mir, es ist fertig, wenn es fertig ist. Ob sie ihr Bauchgefühl in diesem Punkt nicht im Stich lässt, fragen sich einige Musikexperten. Experten unseres Landes. Die stehen der musikalischen Bedeutung von Conchita generell noch etwas kritisch gegenüber. Na, Conchita hat überhaupt keinen Stellenwert musikalisch in Österreich. Ja? Ich meine, das darf man nicht verwechseln. Das eine ist der Song Contest, da schauen halt ein paar Leute im Fernsehen zu. Ist auch nicht so wichtig, ja? Weil Hits kann er noch immer haben. Ja? Die Marke Conchita Wurst ist weltweit tätig, aber heute halt nicht als Musik-Act, sondern als, Brand Conchita Wurst. Mitte November ist es dann soweit. Nach dem Nummer 1-Hit Rise Like a Phoenix folgt die erste Single Heroes. Doch diesmal gelingt ihr kein Hit. Das Lied schafft es nur auf Platz 4 und fällt bereits nach 5 Wochen in den Charts auf Platz 33 hinab. Sie hat sich mit der zweiten Nummer
viel zu lange Zeit gelassen. Es gibt diese Nummer Heroes, von der man jetzt sagen kann, was man will. Aber sie hat das Pech gehabt, dass sie eine erste geile Nummer hatte. Den schreibt man nicht jeden Tag. Das ist nicht ein jeden Tag-Hit. Ja? Aber es ist halt leider Gottes so rausgekommen, dass sie es nicht gemacht haben. Sie haben sich Zeit gelassen bis zum Ende. Und da habe ich gesagt, bitte, gibt's dir endlich eine Nummer, bitte. Ja, viele Songs gibt es bis jetzt wirklich noch nicht. Das wirft bei einigen Promis Fragen auf. We could be heroes, we could be heroes tonight. Na ja, sie hatte eigentlich erst, das ist, glaube ich, drei Nummern. Und ich frage mich immer, wie man da dann ein Konzert spielen kann eigentlich. Ich bin wahnsinnig gespannt, was sie singen wird. Und sie ist ja wurscht. Nein, aber yeah. Du weißt schon, was sie singen wird. Was wird sie singen? Was wird sie singen? Nein, sie wird drei Lieder singen. Also Rise Like a Phoenix. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr. Dann als Zugabe wahrscheinlich, Rise Like a Phoenix. Und sie macht ja gerade ein neues Album. Also vielleicht hören wir was Neues. Doch das Album lässt weiter auf sich warten. Statt Songs gibt es lediglich Erklärungsversuche. Die Problematik bei meiner Person ist folgende, dass ich die Songs nicht selber schreibe. Somit müssen sie mir in einer Demo-Version gefallen. Und das ist noch nicht genug, weil wenn ich es dann singe, dieses Lied, dann sollte das dann gleich gut, im besten Fall besser klingen als die Demo-Version. Und es gibt einige Songs, aber genug habe ich noch nicht. Aber Conchita braucht anscheinend keine Songs, um sich hohe Ziele zu setzen. Ich bin Sängerin. Was kann man als Sängerin bestenfalls bekommen? Einen Grammy. Und das will ich. Und darauf arbeite ich hin. Und ob ich den bekomme oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich funktioniere so, ich brauche dieses Ziel. Und am Weg dorthin erfahre ich so viele wunderschöne Dinge, die vielleicht am Ende des Tages viel mehr wert sind als diese Blechfigur. Für den Weg dorthin wäre ein Album aber sicherlich hilfreich. Das Album wird im Mai kommen. Ich habe mich ja die ganze Zeit mit Musik beschäftigt. Ich schreibe ja nicht selbst. Und ja, deswegen hat das ein bisschen gedauert. Aber im Mai ist es soweit. Bleibt abzuwarten, ob das Album dabei nicht im Song Contest Trubel untergeht. Wenn das ein durchschnittliches Ding wird, dann wird er weiterhin bei Modeschauen eingeladen werden. Aber bezweifle ich, dass die Musikkarriere so flockig abhebt. Ja? Dass Conchita bei all ihren Aktivitäten nur spärlich Zeit hat für ihr Album, beweist unter anderem ihr Auftritt im legendären Pariser Varieté-Club Crazy Horse vergangenen Herbst. I visited the show and I was like, oh my god, I can't. You know, I'm not good enough. I'm not sexy enough. I don't move that well. And you know, I'm just a singer. And now, after 2 weeks of rehearsing, well, we haven't rehearsed 2 weeks, but last week 3 days, now 3 days. It feels quite good, and it's a match. Unsere heimische Prominenz zeigt sich beeindruckt. Sind das toll? Ich meine, das ist ja nicht irgendein dritte Kleine, das ist das Crazy Horse. Hallo? Da wird ihr alles wehtun bei den Proben. Hundertprozentig. Allein im Crazy Horse einmal aufgetreten zu sein, das ist ja ein Wahnsinn. Ja, hat sie ja Lied wahrscheinlich wieder gesungen. Das diesmal nicht. Dafür durfte sie im berühmten Burlesque-Club ihre weibliche Seite besser kennenlernen. This kind of sexiness is something, you know, different. And they're, you know, they're really like, I mean, they are real women, you know what I mean. So I really have to find also this side of my female character. Baby, baby, baby. Doch bis aus Tom Conchita wird, dauert es einige Zeit. Denn hinter der Kunstfigur steckt natürlich jede Menge Arbeit. Immer an ihrer Seite ihre Klick. Von Tamara Mascara über Miss Candy, sie alle unterstützen Conchita. Von der richtigen Perücke bis hin zum perfekten Make-up. Leider habe ich nicht die Freude, dass Tamara jeden Tag mein Make-up macht. Sonst würde ich... Ach, was, da kommt die Stimme aus dem Off. Weißt du, meine ältere Schwester hier,
macht hier einen auf dicke Hose, nur weil ihr alle den gleichen Visagisten habt. Ja, ich bin ein einfaches Mädchen. Ich schminke mich noch mit Kohlestöckchen, die ich vorher angezündet habe. Eine Dame wie Conchita legt natürlich viel Wert auf ihr Äußeres. Das Studium an der Modeschule scheint sich bezahlt zu machen. Ich habe zwei. Wo kann ich hier bezahlen? Nehmt ihr Visa? Ich habe auch American Express. Naja, wenn keiner antwortet, dann nehme ich die so mit. Ciao! Mein Gesicht male ich selbst an. Das dauert ungefähr eine Stunde. Und meine Haare macht mein bester Freund. Und nachdem die Klamotten schon quasi wie einen Stundenplan zugeteilt wurden und die Haare auch schon einen Tag zuvor fertig sind, reduziert sich das auf eine Stunde. Doch bei all den Terminen und Auftritten bekommen sie selbst ihre Helfer immer weniger zu sehen. Wir haben natürlich jetzt weniger Zeit, die wir miteinander verbringen können. Und ich vermisse sie auch sehr als Freundin Conchita, weil als Star Conchita sieht man sie eh dauernd. Aber als Freundin Conchita vermisse ich sie. Und vielleicht sieht sie das ja und kommt mal wieder bei mir vorbei. Sie hat wahnsinnig viel zu tun, ich habe wahnsinnig viel zu tun. Also sie kann sich mal bei der Nase nehmen. Ich starte diesen Aufruf retour, weil ich hätte auch gern wieder mehr Zeit mit ihr. Ja, vielleicht sollten beide einfach mal Make-up und Perücke hinter sich lassen und die gemeinsame Zeit inkognito genießen. Ich habe immer noch das Glück, dass ich kaum erkannt werde ohne Make-up und ohne Perücke. Ich sage ganz bewusst Glück, weil mein Privatleben einfach mein Privatleben sein soll. Und das genieße ich einfach sehr. Denn auch die Kunstfigur Conchita braucht mal eine Pause. Bei ihren Freunden kann sie einfach Tom sein. Tom kann wohl einen Kaffee trinken gehen, ohne ein einziges Selfie machen zu müssen. Also das vielleicht. Aber sonst ist es relativ unspektakulär. Und gleich bei ATV die Reportage. Conchita gewöhnt sich immer mehr an die Welt des Showbusiness. Ach du meine Güte, wie könnte ich denn das nicht genießen? Und auch der nächste Auftritt steht schon kurz bevor. Conchita ist gleich dreimal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert. Dieser Preis bedeutet mir natürlich wahnsinnig viel, weil es ist natürlich als österreichischer Künstler der Amadeus der wichtigste Preis in der Musikbranche, den man in Österreich gewinnen kann. Hallo meine Lieben, ich begrüße euch im Wurstpalast. Ihr seid pünktlich zum 5 Uhr Tee. Ich muss mich aber nur noch eben fertig machen. Es war für uns beide, eben mit beide meine ich Jacques und mich, zu Beginn sehr, sehr lustig, dieses Ehepaar zu spielen. Mittlerweile haben wir beide wahnsinnig viel zu tun, dass wir jetzt gar nicht mehr so wirklich Zeit haben, uns gegenseitig die Ehe vorzuspielen. Aber es macht nach wie vor Spaß, wenn wir es dann tun. Aber es ist dieses Märchen. Die gespielte Ehe ist also Geschichte. Macht nichts. So ein Ehemann strapaziert schließlich eh bloß die Nerven. Ich bin immer nervös. Ich wache morgens auf und habe eine Grundnervosität mit mir, die ich herumtrage. Also kannst du dir das vorstellen, wie das potenziert, wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Tür geht auf und ich muss da raus, da mache ich mich fast in den Lose. Auch beim Song Contest kann man ganz schön nervös werden. Damit das nicht passiert, hat Team Wurst ein spezielles Ritual entwickelt. Wir hatten nur ein Morgenritual. Ein Morgenritual. René hat dem kleinen Tom immer Frühstück gebracht, weil der durfte ja 2 Wochen nicht aus dem Hotelzimmer. Mhm. Und das war auch die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie alleine reden konnten. Und jeden Tag gab es eine Umarmung dafür, wie toll wir gearbeitet haben. Während Tom im Zimmer und Conchita auf der Bühne steht, schlummern auch noch einige weitere Charaktere in Conchita. Ich habe ganz, ganz viele Charaktere schon im Laufe der Zeit erschaffen. Aber für jetzt ist Conchita schon mal ganz gut, finde ich. Und vor allem Conchita ist es, die Fans sehen wollen. Der Fanansturm ist nach wie vor überwältigend. Egal wo sie auftritt, Conchita fliegen die Herzen zu. She's a great person because she does what he or she wanna do, you know? Ich war schon immer Conchita-Fan. Ja, seit dem Song Contest vor allem, ne? She has to be a diva, she wants to be a diva, a show it girl. I like the way she looks. And the way how she's performing. Rise like a phoenix out of the ashes. I think Conchita on herself is really pretty. Also zum einen muss ich sagen, werde ich bejubelt, weil ich ja auch von diesen Menschen eingeladen werde. Und es kommen ja auch nur die mich sehen wollen. Von daher ist das sehr subjektiv. Aber
Ach du meine Güte, wie könnte ich denn das nicht genießen? Die Fans sind begeistert und auch Conchita blickt auf ein aufregendes Jahr zurück. Ich habe den Song Contest gewonnen und plötzlich war in meinem Kopf alles möglich. Plötzlich habe ich Leute kennengelernt, von denen ich nie dachte, sie jemals in einem Raum mit mir zu wissen. Und das ging alles so schnell und war auch meistens ein sehr kurzer Moment, dass man sich nicht wirklich darauf einstellen konnte und es nicht wirklich fassen konnte, erst im Nachhinein. Erlebt hat sie dabei einiges. Conchitas Jahr steht allerdings mehr im Zeichen ihrer Botschaft als im Zeichen der Musik. Und trotzdem, der Sieg beim Song Contest wird wohl für lange in Erinnerung bleiben, auch bei der heimischen Prominenz. Als Conchita Wurst gewonnen hat, ehrlich gesagt, nein, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Nein, wirklich nicht. Ich habe es nicht ausgehalten. Also mein Mann und ich, wir sind fast hochgehupft vom Sofa. Ja? Wir haben es beide eigentlich nicht gepackt, sind beide so gesessen und gesagt, Wahnsinn, oder? Wir sind Song Contest. Wir waren alle so, wow, ja, also das hat was. Ja, das ist schon was Besonderes. Und uns war eigentlich in dem Moment schon klar, dass vielleicht nicht, dass wir gewinnen werden, aber dass wir auf jeden Fall ganz, ganz vorne landen mit der Performance. Doch für Conchita hört es nach dem Song Contest nicht auf. Sie ist dreimal nominiert für den Amadeus, den österreichischen Musikpreis. Dieser Preis bedeutet mir natürlich wahnsinnig viel, weil es ist natürlich als österreichischer Künstler der Amadeus der wichtigste Preis in der Musikbranche, den man in Österreich gewinnen kann. Und natürlich ist das eine ganz große Ehre und auch mit viel Aufregung verbunden. Und ja, wir werden sehen. Ob und wie viele Trophäen Conchita mit nach Hause nehmen wird, zeigt sich gleich im Anschluss ab 21.20 Uhr. Und damit schließt sich der Kreis eines erfolgreichen Jahres voller Preise und Auszeichnungen. Conchita Superstar.